So, dann wollen wir doch mal weiterschauen, wo wir jetzt hingehen. Tja, was machen wir denn am besten? Ich würde sagen, wir gehen vielleicht wirklich hier zum Coach. Das machen wir jetzt einfach mal. This rubbish-strewn cobbled street runs between rows of ramshackle, rot-infested houses and shops. The few inhabitants of Ruggedorn that you see appear a cheerless lot. Their faces haggard and drawn. They shuffle through the gloom, hunched against the pouring rain, their eyes fixed on the cobblestones at their feet. Then you reach a junction where X Lane bends towards the north and another street heads off towards the east. So, würde ich mal sagen, gehen wir in die Sage Street. This street seems dirtier and smellier than the one you have just been down. The cluttered window of a shop to your left catches your attention. In the window are many useful items, all which bear a price tag. Okay, wie viel haben wir denn? 16 Kronen. Oh, ein Fur Blanket ist natürlich ganz nett. Short Sword. Ja, Backpack haben wir sowieso. Wir können mehrere Sachen kaufen, das ist nett. Also das hält uns warm, das ist gut. Das können wir immer gebrauchen. So. Vielleicht sollten wir noch ein zweites Wäffelchen kaufen. Aber unser Pouch ist jetzt auch nicht mehr so voll, also würde ich sagen, lassen wir es einfach mal. Wir sind ja sowieso hier Short Sword Masters, dann belassen wir es einfach mal dabei. You may enter and purchase any of the above items. Remember, bla bla bla. But when you have completed your purchases, you continue your way along Sage Street towards the Ruggedorn Bridge. This bridge is the only connection between the east and the west sides of the port, and you push your way through the crowds of people and carts. You find yourself in a rubbish-strewn thoroughfare known as East Trade Lane. You are standing opposite a large building with a sign on the wall, Ruggedorn Stables and Coach Station. A green-clad coachman is sitting next to the notice board that reads Port Bags, Journey Time, 7 days. Ja, es ist natürlich länger als mit dem Schiff, würde ich jetzt mal denken. Aber wir gehen mal. Ach so, stimmt, wir brauchen ja noch Money. Zum Glück haben wir nicht so viel jetzt gekauft. Ja. The fare to Port Bags is 20 gold crowns, says the coachman. Fuck you. Ja, müssen wir wieder zurück, ist ja super. Opposite the coach station is a narrow street leading to a gaming house with a sign outside. No weapons allowed inside. You are excited by the chance of being able to win some gold, and you quickly enter. Any weapons you may have must be left with a guard at the door. You can recover your weapons when you decide to leave. You are given a silver token, das nehmen wir natürlich mit, plupp, worth one gold crown that can only be used in this gaming house. Oh. Achso, da haben wir noch nichts für bezahlt. The entrance hall opens out into a huge room where many gambling games are in progress. One that catches your eye is called Cartwheel. At one end of the long table, an attractive young woman spins a black dish divided into 10 sections, marked 0 to 9. As the dish spins, she drops a small silver ball into it, which eventually comes to rest in one of the numbered sections. Yeah, okay. Several merchants are seated around the table and are betting heavily on the fall of the silver ball. Okay, ich würde sagen, wir speichern vorher ab. Das ist, glaube ich, sicherer, sonst verspielen wir hier noch alles. Wir können jetzt natürlich dann diese 20 Kronen zusammenkriegen. Glaube ich, ich muss mir das mal kurz hier durchlesen. Oh, okay. Okay, also wir können maximal 40. Maximal 40 Kronen können wir kriegen. Okay, wir probieren es jetzt mal.
Wir nehmen. Bop, 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 bop. Wir nehmen einfach mal die 3. So, wie viel Gold? Warum habe ich denn jetzt 11? Ach so, weil wir diesen Token bekommen haben. Bop, bop, bop. Wir nehmen mal. Keine Ahnung, wir nehmen mal 5. Ja, wir sind jetzt mal. Wir sind jetzt mal ganz risky hier. 9. 9 ist doch bestimmt gut. Oh. So ganz kapiere ich das noch nicht. Aber wir können es ja noch rausholen. Wir nehmen wieder die 3. Und nochmal 5. Wir haben es ja. Schon wieder die 9. Schon wieder schlecht, oder? Ja, also ich würde sagen, wir laden den ganzen Spaß mal. Wir probieren es einfach nochmal. Also ich will jetzt hier nicht rumschieten oder so, aber ich würde da schon eigentlich ganz gerne das jetzt gewinnen. Komm, wir nehmen jetzt mal. Nehmen wir mal 3. So. So, komm, gib mir mal irgendwie was Nettes. Oh, auch die 3. Das muss doch gut sein. Okay, nochmal. Dann nehme ich nochmal die 3. Biete nochmal 3. So, komm, jetzt gib mir die 3, Baby. Gib mir die 3. Ah. Ich verspiele jetzt einfach mal alles. Nehmen wir nochmal 3. Komm, gib mir die 3. Fuck you. So, wir verspielen jetzt hier alles, was wir haben. Ja, okay. Ich würde wenigstens ein bisschen mal was gewinnen wollen. Ja, vielleicht ist es schon Cheaten jetzt. Ist mir jetzt egal. So, gehen wir nochmal 3. Komm, Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Ich möchte schon jetzt. Ich meine, wir sind jetzt hier in diesem scheiß Gambling-Haus. Dann möchte ich doch was gewinnen. Oh. Wer es beschwert sich an, dass ich cheate? Ah, komm. Ach, du bist gerade an der 3 vorbei, du Pisteil. Na gut. Nochmal die 3. Ja, komm. Okay. Wir haben einfach kein Glück. Ich lade das Ganze jetzt nochmal und dann gehen wir einfach mit dem Geld, was wir haben, hier raus. Ja, wir haben all unsere Winnings collected. You are standing opposite, bla bli blub, if you wish to approach. Aber ich kann noch nicht. Ja, das wusste ich auch schon. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier auf Gedeih und Verderb. Spielen. Na gut. Du musst ein Ding weitergehen, du bräsiges Teil. Ach so, warte mal, hier steht ja Current Winnings. Aha, aha, ich verstehe. So, das heißt, wenn ich jetzt hier flupp. Aha. Aha. Okay, jetzt habe ich es irgendwie raus. Ich habe da gerade überhaupt nicht hingeguckt. Das heißt, wir können uns jetzt das Ding hier kaufen. So, und haben noch ein bisschen Gewinn gemacht. Your pocket's a ticket. And the man takes you to a coach that is waiting near the east gate of the seaport. It is empty and you take a seat near one of its circular windows. You are relieved that to find that the seat is quite comfortable. For the journey, to Port Be Bex will take 7 days. Stowing your equipment beneath the seat, you settle back in comfort and doze off. When you awake, there are 5 other passengers and the journey to Durino has already begun. Speichern wir nochmal kurz. So. Gucken wir mal weiter.
After only half an hour, the coach is stopped by some armed horsemen. Na sicher. They wear the black ship and red crest emblem of Lachlan, the overlord of Ragadorn. They demand gold in payment for what they call exit taxes. One crown from each passenger. The other travelers each place a crown on a small plate and hand it to you. You can pay the tax. Ja, wir haben ja sowieso genug. Na gut, dann machen wir es mal. During the course of the afternoon's journey, you can chat with your fellow travelers and learn about their backgrounds. Gucken wir uns die doch mal kurz an hier. Oh, der sieht ja sehr shady aus. Der auch irgendwie ein bisschen komisch. Die anderen gehen ja. Halvork, Parshan und Viveka, okay. Ups. Na gut. Sitting opposite are two brothers named Genon and Doria. They are knights in the Order of the White Mountain, warrior lords of Durinor, who have pledged allegiance to protect the country from raids by the bandits of the Wildlands. They own a castle and land near Port Bex. Next to them sits Halvork, the merchant. His nose is swollen and his face is badly bruised, thanks to Lachlan, the overlord of Ragadorn. A little misunderstanding about port taxes lost him his cargo and most of his gold. Seated by the far door is a priest called Parshan. Like you, he is a Somalending who has journeyed across the wildlands by coach on his way to Port Bex. Beside you sits a young woman called Viveka. She is a mercenary adventuress who earns her gold by fighting for it and sells her services to the highest bidder. She is returning to Port Bex, having collected payment for a successful adventure in Ragadorn. Not wishing to reveal your true identity, you have pretended to be a simple peasant. The travelers seem unaware of the war that now wages in Summerlund. Okay, also der kommt auch aus Summerland, der Parshan, und der sieht ja schon sehr verdächtig aus. Kann sein, dass der vielleicht einer von den ja, Kopfgeldjägern ist oder was weiß ich nicht, die nach uns suchen. Man weiß es nicht. At dusk, the coach stops at an inn on the coast road to Port Bex. The cost of a room for the night is one gold crown for coach passengers and three gold crowns for anyone else. As you are about to enter, the coach driver demands to see your ticket. Das haben wir. The driver nods and hands back the ticket. The inn is warm but poorly furnished. You must schwupp eat. Ah, wir können natürlich auch. Ich glaube, das machen wir. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Wir behalten mal unser Essen. The Kai discipline of hunting cannot be used in your journey. On a journey through the wildlands, as it is a barren wasteland inhabited only by creatures called Sauls, a weak and cowardly breed of Jayek. Ja, dann haben wir Glück, dass wir diese Fähigkeit nicht genommen haben. Ansonsten wäre die natürlich sehr geil gewesen. So, dann zahlen wir unser Zimmer. You sleep deeply without being disturbed before rising at dawn, gathering your equipment and joining the others at the boarded the coach. For 2 days and nights, the coach follows the trade route across the flat, treeless wildlands. It stops only to allow the driver to sleep, but on the morning of the ninth day of your quest, there is an unfortunate accident. Da speichern wir vorher. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder sterben können. Wahrscheinlich schon. Wie man dieses Spiel so kennt. So. One of the wheels jams in a deep rut and three of the large wooden spokes are shattered. You are forced to stop and replace the wheel before you can continue to port bags. You volunteer to help the driver by levering the coach axle with a small tree trunk so that the spare wheel can be slid into position. You are pushing down on the stout branch with all your strength when the horses suddenly rear up and race forward. The trunk springs back and catches you square in the face, knocking you backwards on the ground. You are stunned and you lose 2 endurance points. The driver is not so lucky. The coach has run over him. Oh. As the poor man dies in your arms, his last words are, "No accident, I saw." Oh. Okay. You sense that you were the intended
victim of this supposed accident. One of the passengers is trying to kill you. Aha! Habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Und es ist bestimmt der Priester, da wette ich drauf, der sieht so bösartig aus. Slowly, one by one, the other travelers appear and stare in shock at the dead coachman. We must bury him, says the priest. You silently nod your agreement and prepare a grave in which to lay the corpse as you all walk back. To the coach, you discuss what should be done. I know the road to Port Bags. I had better drive the coach, volunteers Hallvard. I do hope we are not blamed for his death, says the priest nervously. It was an act of the gods, says Doria. Hätte das nicht anders sein müssen? Also, getauscht quasi. I shall testify to that, says Ganon. Lies are never spoken by knights of the White Mountain. It is true that in Durinor a true knight will speak only the truth, whether for his own good or ill. His words seem to reassure the priest, and you are all soon once more on the road, heading towards the eastern horizon. It is late in the afternoon when you arrive at a coach station in a small coastal village known as Gorn Cove, which is mainly populated by outcasts, thieves, and salts. The death of the coachman is met by the villagers with great suspicion, but Doria's words convince them that it was accidental. There is only one inn at the village, a tavern known as a Forlorn Hope. Its state of disrepair is typical of all the other hovels in this poor sea village. A room for the night costs 1 gold crown. Wie viel haben wir denn noch? 12. Na gut. Ja, viel bleibt uns aber auch nicht mehr. The innkeeper is a thin old man with only one eye. He hands you a key and points to a balcony opposite number 2, the red door, he says. The other travelers each pay their 1 crown, collect a key and make their way across the crowded tavern floor towards the stairs. We must make plans for tomorrow, says Doria. The others all not in agreement. I suggest we meet here in the bar in 1 hour to decide what to do. As you close the red door of your room, for some unknown reason you recall the words of Captain Kelman when you left Hormgard Harbor. There is evil treachery at work when the enemy already has plans afoot throughout your quest. An hour has nearly passed when your thoughts are disturbed by a knock at the door. It is the innkeeper, and he is carrying a tray of hot food. With the compliments of one of your friends, he says, and leaves before you can ask which one. The food smells most appetizing. You have no eaten today, and now you must eat a meal or lose. Ich würde sagen, wir essen unser eigenes. Oder warte mal. Na, close mal. Wir sind eigentlich noch recht fit. Wir haben den Healing Skill. Ich würde fast sagen, dass wir erstmal hungern. Dann sind wir auf 20 runter. Das ist eigentlich vernünftig, obwohl ich denke, dass wir bald hier wieder kämpfen müssen. Aber ich möchte meine Lanurma-Frucht hier nicht verbrauchen. Und ich traue dem Ganzen nicht. Also, das ist bestimmt vergiftet oder sowas. Wenn das von einem von unseren Freunden in Anführungszeichen kam. Ja. Dann machen wir das hier. All through the delicious smell of the food is making your mouth water. You suspect that something is very wrong. You set the tray down by the door. Your hunger has made you tired. And you decide to take a short nap before meeting the others in the bar. When you awake, you see the bodies of 2 dead rats lying beside the food tray. Aha. They have been poisoned. The shock soon turns to anger when you realize that the poison was in the food intended for you. You grab your equipment and leave the room intent to discovering your would-be assassin. Ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Speichern wir. By the time you reach the bar, the others are all seated at a large table, awaiting your appearance. Drawing closer to the table, you realize you have found your would-be assassin. You will have to attack without giving any warning to your enemy. So study your fellow travelers carefully and then make your decision. Ja, also Doria und Ganon sind noble Ritter und Brüder.
Es wird wahrscheinlich nur einer sein. Ich glaube nicht, dass die beiden uns angreifen.